da bin ich mal wieder. 7 Days to Die. Ja, das ist Tag 6. Morgen ist die Zombie-Horde. Das wäre dann die erste Horde-Nacht für mich. Ja, mal sehen. Da irgendwann soll die Alpha 21 kommen. Ich weiß nicht, wie weit ich noch das Spiel noch spielen kann dann. Weil ich werde dann wieder neu anfangen. Ja, und ich baue jetzt hier gerade ein bisschen aus für die Horde-Nacht, soweit es geht. Weil so viel Materialien habe ich eigentlich gar nicht. Und das ist alles Holz hier. Also sie werden mit Sicherheit hier durchkommen. Na, ich müsste dann, so gut es geht, ausbauen und dann mal schauen, ob ich noch Steine bekommen kann. Weil ich habe ja auch keine, kein Betonmischer. Das ist ja auch noch so ein Problem. Da brauche ich so viele Sachen für. Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal, die werden nicht so hoch. 2. Das ist ja schon. Also wenn, dann versuchen die noch da dran zu kommen. Ich hatte da noch eine Schaufel, ne? Wenn ich mich nicht recht erinnere. Genau, hier ist die Schaufel. Das ist zumindest schon mal weg soweit. Ja, da müssen sie sich dann erstmal wieder hochstapeln. Ich würde das ja gerade bis da hinten hinziehen, ne? Aber machen wir erstmal eine Reihe. Gut, es geht. Das ist alles Holz, da kommt die eh durch. Das wäre für die kein Problem. Ich habe es nur hier jetzt gemacht, um das ein bisschen denen zu erschweren. Aber ich denke mal, die werden auch trotzdem. Ja, dann war es das auch schon. Mehr haben wir nicht. Ja, eigentlich wollte ich das hier auch noch ausbauen. Weil das ist ja alles Holz. Weil ich habe hier nur ein bisschen, also das ist eigentlich nur der Rahmen, hier oben können sie durch. Da kann ich jetzt auch so nichts hinsetzen. Das Einzige, was ich noch könnte, wäre Rahmenwürfel. Kann man die noch verändern? Geht das? Den wollte ich jetzt da nicht reinsetzen. Der ist ein bisschen groß dafür. Was haben wir denn hier noch alles? Das ist dann auch nur noch Holz. Platte. Platte mittig, ne. Was sind denn Plattenverkleidungen? Platte Loch. Ne.
man denn da nehmen? Platte mittig, wäre das denn das? Ja, Mitte. Ne, das wollte ich eigentlich nicht haben. Aber das könnte es schon sein. Nein! Ach. Na toll. Und gleich die falsche Taste gedrückt. Nein! Ich liebe das, wenn man nicht mehr vernünftig zum Spielen kommt, so dass man wieder alles vergisst, was man mal gerade gelernt hatte. Ich liebe das. Soll ich dazu sagen? Nichts mehr. Und nochmal. Ja, machen wir das noch. Junge, Junge, Junge. Eine Sache, die man sonst einfach drin hat. Ja, warum denn nicht gleich so? Das wollte ich. Nichts anderes. Ganz einfache Sache eigentlich. Aber dafür reichen die Steine noch, na gut. Jetzt war doch hier draußen. Moment mal, da hatte ich doch. Also, okay, dann ist das aber noch ein anderer Raum. Und die dann nicht durchkommen. Na gut. Das dürfte dann der Raum hier sein. Das Badezimmer. Ja. Gut, von außen ist da die Wand. Okay. Die Wand hatte ich. Dass das hier so dunkel ist. Ich bin mal gespannt, wann ich hier mal so eine Helmkamera kriege, dass ich da mal vernünftig was sehe. So, da kommen die aber nicht rein, weil das eigentlich, da sind ja noch die Bricksteine darunter. Also sollte das erstmal reichen, da müssten sie auch noch da durch. Werden sie wohl nicht tun. Hier das gleiche. So, setzen wir da auch noch einen hin. Dann ist es schwieriger für die. So, das ist glaube ich dann schon draußen. Ne? Ja. Das ist Stahl. Da weiß ich nicht, wie die da durchkommen. Kann ich nicht sagen. Wenn sie es versuchen, naja. Versuchen können sie es.
Tja, jetzt haben wir keine Steine mehr. Naja, gut, hier werde ich ja eh noch ein paar Sachen hinsetzen. Muss ich ja da auch noch machen, auf der Rückseite. Aber dafür brauche ich dann noch ein paar Bäume. Das heißt, ich muss Bäume fällen gehen. Natürlich. So. Ich hatte ich noch irgendwo eine Fackel? Ich meine, ich hätte noch eine. Ja, ist auch noch eine, genau. So. Axt habe ich nicht. Ich habe nur den Hammer. Axt kann ich, glaube ich, auch gar nicht herstellen, ne? Oder? Nein, habe ich noch keine Freischaltung für. Achso. Keine Freischaltung. Kann ich denn überhaupt noch schon was machen wieder? Nein. Axt geht nicht. Habe ich den Steine sonst irgendwie noch? Da haben wir noch genug von. Okay. Na, dann will ich jetzt erstmal ein paar Bäume fällen gehen. Ja, die Pistole. Tja. Die nützt mir eigentlich im Moment gar nicht viel. Weil die ist relativ kaputt. Dafür brauche ich schon Materialien wieder, die ich noch nicht habe. So. Ja. Nehmen wir sowieso mit, die Schaufel. Die Rahmen werde ich jetzt noch eben umändern. Waren das die Würfel? Ja. Gut, gut, gut. So, dann haben wir das. Na? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein paar Bäume fällen, damit wir noch ein paar Holzspikes machen können. So, die Fackel, die sollte eigentlich aber irgendwo hin. Moment. Da hatte ich sie ja mitgenommen. So, dann ist es hier wenigstens ein bisschen heller. Oh, da ist es halt immer noch dunkel, aber egal. Gar keine Türe, ne? Da ist ja nur dieses Fenster. Naja. So, dann gehen wir erstmal gucken. Thank you.
Ja, ich bin mal gespannt. Die Alpha 21 hat ja ein neues Crafting-System. Das wird ganz anders sein, als wie es bis jetzt war. Man hat zwar gesagt, es soll um Weihnachten rumkommen, aber naja, kann sich natürlich auch wieder ein bisschen verschieben. Man weiß es ja nicht, ne? Ja, für die Horde-Nacht bin ich eigentlich auch nicht so in dem Sinne vorbereitet. Weil der Fortschritt ist halt einfach nicht optimal. Aber gut, das ist halt nochmal so, weil es halt eben generell schwerer geworden war und ich auch auf der schwereren Stufe spiele. Naja. Bin mal gespannt, wie der Ton jetzt ist von mir, weil beim letzten Mal war der doch nicht so optimal. Muss ich mal schauen jetzt, ob man den besser, der jetzt besser ist. Eigentlich wollte ich ja noch da die eine Aufgabe erledigen, aber das Haus ist so groß, da brauche ich einen ganzen Tag für. Und ja, das ist natürlich dann nicht so einfach, wenn man eine Horde-Nacht vor der Tür hat. Von der Zeit her. Muss man mal schauen. Zumindest habe ich das mit der Ausdauer jetzt ein bisschen besser gemacht durch den Tyrannus Rex. Der aber bei der Alpha 21 dann auch nicht mehr da ist. Das wird dann auch noch lustig. Und ich brauche einen besseren Hammer. Also ich habe ja einen Clownhammer, der wäre schon besser, aber dafür brauche ich ein Reparaturkit und das kann ich noch nicht herstellen. Da bin ich noch nicht so weit. Ich hatte hier ein Vogelnest, war aber nicht. Und ich habe auch nicht so viel Zeit, um zu spielen. Also ich habe meine täglichen Spiele. Das ist Diablo und Genshin Impact. Und die nehmen schon relativ viel Zeit ein. Und ja, dann habe ich halt noch YouTube. Da gucke ich ja auch die Videos von euch und kommentiere die. Oder gebe wenigstens ein Like. Kommt ja manchmal auch drauf an. Weil so Videos, wo jeder Tag etwas ist. Ich weiß nicht, also es ist irgendwie blöd, wenn man dann jeden Tag schreibt, ja, war toll, war schön, war prima. Das wiederholt sich ja irgendwie immer. Da gebe ich dann halt ein Like und schreibe dann nur alle paar Tage was dazu, weil, ja, ich denke mal, das macht ja auch so. Ja, und ansonsten... Werden es ja immer mehr. Ich habe auch viele neue Abonnenten bekommen, was auch sehr schön ist. Und die haben aber auch viele Videos, die dann noch mal über eine Stunde sogar gehen. Oder manchmal auch Livestreams. Aber wie gesagt, Livestreams habe ich auch schon mehrmals gesagt, die gucke ich ja eigentlich ganz selten. So gut wie gar nicht. Es sei denn, ich habe jetzt auch ein Spiel, wo dann mal einer etwas streamt, wo ich was gebrauchen kann vom Wissen her. Wie man es besser spielt oder wenn ich mich besonders blöd anstelle, damit ich sehen kann, wo der Fehler ist bei mir. Aber ansonsten, da ist eigentlich gar keine Zeit, wenn man
4 Stunden manchmal so ein Video geht, so ein Livestream, das kann ich gar nicht. In der Aufzeichnung gucke ich mir das an, klar. Da kann ich mir das über mehrere Tage aufteilen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch noch andere Videos, die ich dann gucke und es ist nicht wenig. Da kommt auch einiges zusammen und das ist dann auch dann geschuldet, dass halt eben weniger Videos kommen. Und gerade jetzt im Moment, es ist noch Dezember, da ist auch viel zu erledigen, das Ende des Jahres, da hat man manchmal noch Sachen, die man auch noch erledigen muss privat und ja. Deswegen ist jetzt auch eine ganze Zeit lang wenig gekommen. Und ich hoffe, dass es jetzt irgendwann mal nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Ich werde auch da ein bisschen versuchen, was zu ändern an dem, wie ich mit YouTube umgehe insgesamt. Es wird also so sein, dass ich dann wahrscheinlich dann auch weniger Videos gucke, damit ich mehr Zeit habe, um auch wieder zu spielen und auch wieder was aufnehmen zu können. Plus die Bearbeitung, ne? Das geht ja auch noch viel Zeit darauf, wenn man die Videos bearbeitet. Und ja. Da will ich eigentlich hin, dass es mal wieder halbwegs so wird, wie ich mal angefangen habe, dass ich wenigstens ein, zweimal die Woche vielleicht noch mal ein Video hochladen kann. Das wäre doch mal was. So, wie viel Holz haben wir denn jetzt? 1000 Holz, das ist eigentlich immer noch zu wenig. Die Holzspikes, die fressen ja auch viel Holz. Jo. Ich habe auch keine Mod dafür. Kann ich einen besseren Hammer herstellen? Moment mal. Ne, der sagt auch nur diese. Normal würde der mir dann die bessere anzeigen, weil ich wahrscheinlich den Skill noch nicht habe. Mit einem Ohr bin ich im Spiel und höre, ob da irgendwo ein Zombie oder so sich anschleicht. Ja, ist jetzt nicht gerade so spannend, wenn ihr hier zuguckt, wie ich hier Holz hacke. Aber ich muss es machen, ich brauche es. Und nachts, naja, da kann man ja noch nicht rausgehen, weil die Zombies sind da im Moment zu schnell und zu stark für mich, dass ich da nachts unterwegs sein kann. Sonst würde ich ja sagen, ich mach das noch nachts. Ach, jetzt gerade das Ohr. Muss natürlich jetzt sein. Wenn man Kopfhörer auf hat, das Ohr juckt. Oh, was war das denn jetzt? Das war aber jetzt ein schwerer Leck. Und wieder. Spawnen etwa wieder Zombies irgendwo. Es kann sein, dass die hier im Haus gerade gespawnt sind, weil ich ja schon in der Nähe war. Das ist gut möglich. Das ist ja immer die, haben ja so gewisse Abschnitte im Spiel, wo dann nachgeladen wird oder zugeladen wird von dem, von der Landschaft, von den Zombies, alles was man halt sieht oder nicht sieht. Und warum haben wir dann die Lags?
Bin mal gespannt, ob die das mit der Alpha 21 oder beziehungsweise die wollen das ja nächstes Jahr machen, dass das dann auch besser läuft, das Spiel. Dass es dann rund ist und nicht mehr so ruckelt. Ich meine, es war ja schon mal so, die früheren Versionen, die haben ja nicht so geruckelt. Obwohl, es gab bei der Alpha 16 anfangs auch sehr starke Probleme. Da hatte ich auch in der Horde-Nacht richtig Probleme. Und das wurde dann später auch gefixt. Naja, und als es dann so richtig schön lief, kam die Alpha 17. Und da war noch einer, ja. Haben wir mal im Auge, nicht, dass er näher kommt. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Den hatten wir ja schon. Nehmen wir den noch mit. Dann gucken wir mal, wie viele Spikes wir noch machen können, dass wir das ausbauen können. Und dann hoffe ich, dass die Horde-Nacht dann noch einigermaßen glimpflich abgeht. Ja, hier konnten die auch rein, aber das war nicht so. Ja, wenn ich jetzt noch Steine hätte, das wäre schön, aber naja. So, rein theoretisch könnte ich doch schon mal anfangen. Hier mit den Spikes. Also ich könnte über 1000 machen, echt jetzt? Ne, doch nicht so viele, ich wollte schon sagen. Wäre schön, aber so viel ist es dann doch nicht. Machen wir erstmal 70. Und dann haben wir nur noch 107 Scholz. So schnell geht das weg. Na, der braucht noch was. Nehmen wir noch mal rein.